Foundation-Pinsel oder Schwämmchen? Wenn du lieber ein natürliches Finish magst, dann nutz auf jeden Fall einen angefeuchteten Schwamm. Schwämmchen sind super einfach in der Handhabung und sind somit auch perfekt für Anfänger. Oder wenn es einfach mal schnell gehen muss. Ehrlich gesagt, finde ich, kommt es auch immer ein bisschen auf die Foundation an. Bei flüssigeren Foundation oder Serum-Foundations nutze ich am liebsten einen Schwamm. Ein Nachteil ist jedoch, dass sie ganz schön viel Produkt aufsaugen. Für meinen Concealer nutze ich auf der Schwämmchenseite einen Mini-Schwamm, der extra für die Augenpartie gedacht ist. So, jetzt wo diese Seite fertig ist, werde ich diese Seite jetzt mit dem Pinsel machen. Mit dem Pinsel kann man viel mehr Deckkraft erzielen, da er lange nicht so viel Produkt aufsaugt wie der Schwamm. Was ganz wichtig ist, auf gar keinen Fall streichen, weil so streicht ihr das Produkt nur hin und her, sondern immer tupfend einarbeiten. Ein Pinsel benutze ich am liebsten bei Foundations, die auch wirklich gut decken sollen und wenn das Make-up wirklich den ganzen Tag fest sitzen soll. Auch den Concealer werde ich auf dieser Seite mit einem Pinsel verblenden. Mit einem Concealer-Pinsel hat man natürlich die meiste Deckkraft, wenn man Concealer aufträgt. Hier seht ihr nochmal die beiden Seiten im Vergleich. Hier habe ich den Pinsel benutzt und hier die Schwämmchen. Was benutzt ihr lieber?